Ja, vielen Dank auch Friedolf Wolf für den zweiten Impulsvortrag. Jetzt haben wir zwei sehr unterschiedliche Vorträge gehört. Einer, der stärker die juristische Seite betont hat, und ein zweiter Vortrag jetzt, der auch stark in den Vordergrund gestellt hat, die Spezifik einer bestimmten Weltanschauung oder bestimmter Verbände, der humanistischen Verbände. Dennoch ist, glaube ich, deutlich geworden, wo Ähnlichkeiten liegen in der Sichtweise und wo Differenzen auch liegen. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit würde ich jetzt meine Fragen zurückstellen, sofern es schon im Publikum sich die ersten Finger rühren und jemand nachfragen möchte. Die Dame hier vorne, würden Sie ans Saalmikrofon gehen, bitte? Ich habe eine Frage zum Lebenskundeunterricht. Wir haben ja in Berlin hier diesen Ethikunterricht. Haben Sie jetzt sozusagen dadurch ein weniger Nachfrage zum Lebenskundeunterricht? Wie ist denn da die Entwicklung? Bisher gibt es keinen Rückgang der Teilnahme am Lebenskundeunterricht aufgrund des Ethikunterrichts. Das liegt natürlich auch daran, dass in der Grundschule bisher der Ethikunterricht nicht angeboten wird. Es gibt Spekulationen darüber, was passieren würde, wenn das der Fall wäre. Aber das sind Spekulationen. Also es ist auch so. In Berlin Ethikunterricht in der Grundschule? Meines Wissens gibt es das nicht. Also jedenfalls, wir nehmen, bisher war das die Ausnahme, allenfalls. Wir nehmen bisher nicht wahr, dass der Ethikunterricht den Lebenskundeunterricht Schüler wegnimmt. Es sind aktuell weit über 60.000 Schüler und Schülerinnen im humanistischen Lebenskundeunterricht und es werden jedes Jahr mehr. Okay, bitte Sie. Mir geht es um die Kirchenförmigkeit der Seelsorge. Seelsorge wird von Theologen durchgeführt, bei der Polizei, im Militär, am Telefon. Und es sind natürlich auch konfessionsfreie. Ich bin Frau Neumann dankbar, dass sie auch mal die Konfessionsfreien erwähnt hat. Warum sollen das Theologen machen? Es gibt doch Leute, die speziell dafür ausgebildet sind, nämlich Psychotherapeuten. Wir haben ein neues Psychotherapeutengesetz. Dieses ist im Bundestag kürzlich beschlossen worden, wohl auch mit Stimmen der SPD. Und die Psychotherapie ist jetzt ein ganz geregeltes Studium, genau geregelt. Wenn man die Prüfung alle bestanden hat, nach 5 Jahren, braucht man eine Approbation, um als Psychotherapeut tätig werden zu können. Es wäre doch sicherlich besser, wenn jetzt auch in anderen Bereichen vielleicht die Fachleute diese Aufgaben übernehmen. Ja, ich bin Ihnen sehr dankbar für die Frage, möchte es jetzt auch nicht sozusagen verschieben, möchte aber darauf hinweisen, Seelsorge ist auch nochmal speziell im zweiten Panel nachher Thema. Vielleicht kann ich es ein bisschen allgemeiner stellen und vielleicht nochmal in die Richtung von Frau Neumann adressieren. Sie hatten am Anfang ja durchaus von Kooperation gesprochen. Und jetzt könnte man ja Seelsorge gegenteilig auch als Kooperationsmöglichkeit verstehen von Staaten, Religionsgemeinschaften und Chancengemeinschaften. Am Ende haben Sie aber eher dann betont Neutralität beispielsweise. Und auch die Privilegien. Deshalb vielleicht kann man die Frage in so eine Richtung drehen und sagen, wo ist da bei Ihnen der Unterschied? Also wo ist es sozusagen, was sind Privilegien, wo Sie sagen müssen, das muss eigentlich abgebaut werden? Und wo sind aber auch Kooperationsformen zwischen Staat, Kirchen, Welt und Chancengemeinschaft, wo Sie sagen würden, das ist legitim und vielleicht auch wünschenswert? Ja, genau. Also da muss man differenzieren. Also ich habe es erwähnt, die Verfassung gewährleistet den Weltanschauungsgemeinschaften religiöser und nicht religiöser Art ja explizit das Recht zur Seelsorge. Und das ist auch, da bin ich ganz bei Ihnen, das ist auch gut und wichtig so und da sehe ich auch keine Notwendigkeit, die Verfassung zu ändern. Was man natürlich davon unterscheiden muss, ist die Tatsache, dass das Ganze staatlich finanziert ist. Ja? Und dass der Staat da wirklich eine Verquickung vorgenommen hat zwischen Staat und
Kirche, die eben gegen das Trennungsgebot verstößt. So, und das ist der Punkt, den ich machen möchte, wo ich sagen möchte, an der Stelle, wo der Verfassungswortlaut, die Verfassungsvorgaben eben nicht mehr eingehalten werden, an der Stelle haben wir Privilegien und die können wir nicht auf alle Gemeinschaften ausdehnen, sondern die müssen wir zurückfahren. Und wir brauchen definitiv eine Gleichbehandlung, aber wenn man so will, auf einem niedrigeren Niveau, als es derzeit gegeben ist. Da sind wir uns, glaube ich, dann auch gar nicht so fair. Würden Sie sagen, der Staat darf keine Seelsorge bezahlen? Ja, ich finde, das ist nicht die Aufgabe des Staates, genau. Der Staat sollte das nicht finanzieren, sondern das sollten die Gemeinschaften, diesen zuzulassen, sprich, es ist ihnen Zugang zu gewähren, aber es sollten die Gemeinschaften selbst finanzieren, ja. Ich habe ein Zeichen von rechts bekommen. Also ich glaube, da muss man mal wieder genauer werden. Also ich glaube, der Begriff der Seelsorge ist natürlich historisch belastet, weil der ist von den christlichen Kirchen, von der antiken Philosophie übernommen worden. Michel Foucault hat viel gemacht, um das wieder aufzuarbeiten, die alte Antike, ne, die Sorge um sich selbst. Das war eine zentrale Aufgabe in den Philosophenschulen und da wurde natürlich auch den Philosophen beigebracht, wie man das macht. Und das hatte mit Religion oder Göttern oder sowas überhaupt gar nichts zu tun. Und diese Art von Hilfe bei der Sorge um sich selbst, das ist was anderes als eine Psychotherapie. Also da denke ich, natürlich haben Psychologen Wichtiges gelernt und das will ich auch überhaupt nicht kleinreden, aber die Hilfe bei der Sorge um sich selbst, wo man eben nicht mit pathologischen Prozessen zu tun hat, die es ja natürlich auch gibt, ne? Gerade im Bereich der Psychopathologie ist auch die Psychopathologie des Alterslebens schwer trennscharf. Und für die Gegenwart möchte ich eine gewisse Heuchelei hinweisen in dieser Stadt heute. Wir in Zehlendorf, die werden ja gerne definiert als der wohlhabende Bezirk dieser Stadt, wo die Upper Class zu Hause ist, etc. Gibt es seit den 20er Jahren ein christliches Krankenhaus der Sieben-Tage-Adventisten. Die vornehme Akademikerin geht besonders gerne dahin, um zu entbinden, weil es ihr nirgendwo so leicht besser geht als dort und meine eigenen schwerwiegenden Operationen verdanke ich diesem Krankenhaus und ich wusste als Katholikin, wenn ich mal besonders der Christlichkeit bedürftig bin in der Krankenpflege, dann will ich ganz unbedingt dahin und das hat sich auch gelohnt. Und Sie haben, Herr Wolf, eben erst gesprochen von der gesellschaftlich-kulturellen Nützlichkeit und über selbige müssten wir auch nachdenken in diesen Zusammenhängen. Und die berühmte Ringparabel, die so gerne zitiert wird von Politikern, die meinte doch bei Lessing, dem Pastorensohn aus Meißen und Sachsen, dass das Christliche und das Nichtchristliche vor allen Dingen die gesellschaftliche Nützlichkeit zu erweisen hat, um Akzeptanz zu finden. Und so eine Diskussion bräuchten wir auch. Vielen Dank. Ich nehme noch zwei Wortmeldungen zu und gebe dann wieder das Podium. Herr Grillmann, Sie waren zuerst durch. Ja, ich wollte gerne vielleicht nur assoziativ mal eben anschließend daran. Man darf ja nicht verkennen, dass auch das Adventistenkrankenhaus zu 100% von Krankenkassenbeiträgen lebt. Also, und das Subsidiaritätsprinzip, das wir haben, das den Religionsgemeinschaften ein Prä bei der Errichtung von solchen Einrichtungen zugesteht, ist ein Stachel in unserem Fleisch. Wir lassen es zu, dass die Weltanschauungsgemeinschaften, genauer gesagt Religionsgemeinschaften, ihre Kindergärten bauen, dann darf der Staat keine Konkurrenzkindergärten mehr herstellen. Aber niemand weiß so richtig, ich finde, Matthäus Mayer hat das in ihrem schönen Buch mit ihren Kindergartenerfahrungen in St. Augustin gesagt. 100% Finanzierung durch den Staat, Kita, St. Augustin, aber nicht katholische Kinder sollen nicht aufgenommen werden. Das ist das Problem. Aber ich würde gerne noch halt zu einem anderen Stichwort kommen. Sie hatten, Herr Schöpfer, vorhin etwas zu Hamburger Verhältnissen gesagt. Und ich selber bin Hamburger mit Teilnehmer hier in der Abgeordneten der hamburgischen Bürgerschaft. Ich will jetzt das Thema Religionsunterricht nicht aufmachen. Ich will nur einen Punkt erwähnen, der gerade bei der juristischen Frage sind. Wir haben im Artikel 7.3 ja einen Hinweis auf die bekenntnisfreien Schulen, die keinen Religionsunterricht anbieten. Nur schauen Sie mal um, in welchen Ländergesetzen gibt es denn bekenntnisfreie Schulen? Wir in Hamburg würden uns ja bemühen, bekenntnisfreie Schulen zu gründen. Der Schulsenator sagt,
städterlichem Gesetz. Und keiner will das Gesetz ändern und bekenntnisfreie Schulen einrichten, sodass man also sagen könnte, können wir denn Schulen errichten, die völlig auf Religionsunterricht verzichten? Ich bin der Meinung, und das ist unser Hamburger Modell ja auch, dass wir einen Religionsunterricht für alle im Klassenverband als ein hohes Gut verteidigen sollten, wenn, und jetzt kommt das Problem, wenn denn die Hälfte der säkularen Bürger der Stadt sich irgendwie angesprochen fühlen könnte. In diesem Unterricht fühlen sie sich aber nicht angesprochen und werden auch nicht wertgeschätzt, weil natürlich der Religionsunterricht für alle, wie das so schön heißt, seit heute habe ich erfahren, dass auch die katholische Kirche sich beteiligen will, wird also in diesem Geleitzug eintreten. Aber für die säkularen Kinder bietet sie kein Identifikationsangebot, weil man selbstverständlich davon ausgeht, im Religionsunterricht wird von Gott geredet und wer keinen Gott glaubt, der ist ein Defizitwesen. Und das Problem lösen wir noch nicht. Eine kleine letzte Anmerkung zur Seelsorge. Viele wissen nicht, dass es in Bayern den sogenannten bayerischen Seelsorgepfennig gibt. Das heißt also, auch der Bund für Geistesfreiheit in Bayern kriegt genau das gleiche Geld für Unfallseelsorge, das die Kirchen auch kriegen. Also es gibt eine solche Vielfalt von Erkenntnissen in unserem Land, dass wir überhaupt erst einen Überblick gewinnen müssten, was in unserer Kirchenstaatsrecht und diesem Vielfalt überhaupt erst Bestand ist, dass wir klären können, in welche Richtung es gehen will. Und ich bin sehr dankbar, dass wir eine solche Veranstaltung hier mit der Friedrich-Ebert-Stiftung machen, die ein bisschen zur Klärung beitragen kann. Ja. Ja. So, also. Ja, ich will noch auch zum Religionsunterricht die Frage doch aufmachen noch. Ich habe vermisst, Frau Neumann, dass Sie bei Ihrer juristischen, sehr interessanten Argumentation auf das besondere Verfassungsrecht, das hier in Berlin und wohl auch in Bremen existiert. Das heißt, in Berlin, und da korrigiere ich auch lieber Otto Wolf, gibt es keinen Religionsunterricht als Schulfach und auch nicht als Schulfach in Bremen. Und die Kirchen, die Religionsunterricht machen in den Schulen, sind Gäste dieser Schulen. Das Gastrecht wird oft missbraucht. Die Religionsstunden werden mitten in den Schultag gelegt teilweise. Das hat aber nichts mit dem bösen Willen der Kirchen zu tun, sondern mit dem der jeweiligen Direktoren, die das nicht in die letzte Stunde legen. Und es gibt das gemeinsame Angebot in Berlin für Religionsinteressierte und für Nichtgläubige, nämlich den Ethikunterricht. Und das ist ein Schulfach, was auch mit den Noten dann eingeht in die Gesamtnote, nicht aber die Religionsnoten, wie auch immer die dann festgestellt werden, die spielen für die Gesamtnoten in den Berliner Schulen für die Schülerinnen und Schüler keine Rolle. Und in dem Zusammenhang wieder eine Nachfrage oder eine Schutznahme der Verhältnisse in Frankreich. Die strikte Trennung von Kirche und Staat in Frankreich führt zu einem wichtigen Ergebnis, nämlich es gibt an den französischen Schulen keinen Religionsunterricht. Und das ist gut so. Ich fange mal von hinten an. Also ich bin ganz bei Ihnen. Natürlich müssen die Kinder wissen, wo sie herkommen und natürlich müssen sie die Hintergründe kennen. Ja? Das betrifft aber auch alle Kinder. Das betrifft nicht nur die christlichen Kinder. Und insofern, das habe ich dementsprechend ja auch so konzipiert gehabt in meinem Vortrag, sind wir der Auffassung, dass es einen Ethikunterricht mit religionskundlichen Elementen geben müsste. Ja? Und das ist auch was Aufgabe des Staates ist. Das muss der Staat zur Verfügung stellen. Das muss der Staat auch finanzieren. Die Frage des Bekenntnisunterrichts, das ist was letztlich in den Bereich des Privaten zu verweisen ist. Und das heißt nicht, dass es im öffentlichen Raum keine Rolle spielen darf. Aber genauso wenig wie der Konfirmandenunterricht staatlich finanziert wird oder die Vorbereitung zur Jugendfeier, wie die staatlich finanziert werden, braucht es eben auch keinen Bekenntnisunterricht
in unseren Schulen. Im Übrigen ist ja auch schon eingangs in Ihrem Vortrag erwähnt worden, dass man gerade in Bezug auf den islamischen Unterricht so die Vorstellung hatte, naja, man macht das, damit man die Kinder, salopp gesagt, aus den Hinterhofmoscheen rausholt. Die jüngsten Studien, die dazu jetzt aber veröffentlicht worden sind, die zeigen eigentlich genau in eine andere Richtung. Die zeigen nämlich, dass diese Hoffnung, durch den staatlichen Bekenntnisunterricht den Koranschulen das Wasser abzugraben, dass die Hoffnung eben nicht erfüllt wird. Ich kann das jetzt nicht im Detail erläutern. Joachim Wagner hat dazu ein Buch herausgegeben und das kürzlich auch in der Welt dargestellt, die Ergebnisse. So, und zum Thema Anstaltsseelsorge. Allein aus der Tatsache, dass jemand aufgrund eines hoheitlichen Akts beispielsweise im Gefängnis ist, resultiert meiner Meinung nach nicht die staatliche Verpflichtung, auch sämtliche seiner gewünschten religiösen oder humanistischen Aktivitäten finanzieren zu müssen. Also das ist ein Schluss, den ich so nicht sehe und der auch historisch gesehen so in der Verfassung nicht angelegt ist. Für pathologische Zustände, die Dame hat es erwähnt, da muss der Staat Sorge tragen und das muss er auch finanzieren. Aber die privaten Bedürfnisse, das ist nicht was, was der Staat wirklich in jedem Einzelfall finanzieren muss. Und wie gesagt, auch beim Thema Krankenhäuser, die Dame neben Ihnen hatte das angesprochen, all diese Auffächerung und diese zusätzliche Gewährung von Privilegien für weitere Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften führt zu einer Separation. Sie verstärkt unserer Auffassung nach die religiösen Konflikte in der Gesellschaft. Wir brauchen mehr Elemente der Gemeinsamkeit, des Verbindenden und gerade auch in der Schule. Und solange es keine bekenntnisfreien Schulen gibt, ist das Berliner Modell hier sicherlich wegweisend für die gesamte Bundesrepublik. Genauso wie in Berlin auch das Neutralitätsgesetz meiner Meinung nach wegweisend ist für die anderen Bundesländer. Unterscheiden sich alles in der Frage, was ist gesellschaftlich nützlich, was immer diskutiert wird, und der andere Frage, was soll finanziert werden? Vielleicht kannst du in die Richtung auch mal anfangen. Ja, also ich denke, der erste Punkt ist natürlich, wir sind uns ja einig. Also, das hast du ja nochmal klargestellt, also der Berliner Religions- und Weltanschauungsunterricht ist freiwillig. Ich habe ja darauf hingewiesen, 60% der Schüler machen es. Das ist, finde ich, ein gutes Resultat, weil es geht nicht darum, hier jetzt sozusagen von Staats wegen Besinnung zu schulen, sondern es geht darum, tatsächlich den Raum dafür zu schaffen, dass die verschiedenen Angebote an Sinnstiftung, die es eben nicht staatlich geben kann, sondern die es nur gesellschaftlich geben kann, die auch wirklich an den Schulen zu verankern. Das ist eine Möglichkeit und das ist ja auch freiwillig. Das ist insofern ganz wichtig. Und ich denke auch, dass es zu einer guten Entwicklung eines Gemeinwesens gehört, dass auch die Religionsgemeinschaften und die Weltanschauungsgemeinschaften, da gibt es ja auch besondere solche, indem sie in den öffentlichen Raum geholt werden und dort sich darstellen müssen und bestimmten Normen entsprechen, ich sage das jetzt mal scharf, zivilisiert werden. Das hat einen zivilisierenden Effekt, dass sie sich in dieser Weise im öffentlichen Raum darstellen müssen. Und das hat auch Rückwirkungen auf das Personal. Also insofern denke ich, ist diese ursprünglich mal hinkende Trennung von Staat und Kirche in Deutschland durchaus ein Modell mit Zukunft. Aber eben nicht in der Form einer sozusagen neuen Verbindlichkeit, alle müssen in diesen Unterricht, sondern in der Form des Angebots. Aber als Angebot und auch als gefördertes Angebot, das muss der Staat nicht machen, aber es ist klug, wenn der Staat das macht, jedenfalls in der gegenwärtigen Situation, dass die Menschen überwiegend immer noch ihre Lebensorientierung in solchen Gemeinschaften pflegen und entwickeln. Wenn wir also in einer Gesellschaft der radikalen Individualisierung bereits wären, was meines Erachtens nicht der Fall ist, dann müsste man darüber diskutieren, wie kann man diesen vereinzelten Einzelnen Kultur und Gemeinsinn und sowas beibringen. Aber man kann sich durchaus auf diese Gemeinschaften und eben auch die Kirchen, zivilisierte Kirchen, die eben nicht wie die französische Kirche wegschauen, wenn da ihr rechtsradikaler Amt aktiv wird,
dann denke ich, hat das durchaus Sinn, diese auch als Körperschaften des öffentlichen Rechts in neuer Form, ne, denn gegenwärtig ist das viel zu kirchlich gedacht, staatlich herauszuheben und zu fördern. Das ist jetzt nicht, dass der HVD dieselben Privilegien haben will, wie sie die Kirchen haben, sondern der HVD will, dass Religionsgemeinschaften und auch kleine Religionsgemeinschaften tatsächlich in ihrer positiven Funktion ernst genommen und im Rahmen der Möglichkeiten natürlich gefördert werden.